Im Deutschen gibt es ein sehr schönes Wort, das heißt Erwartung. Erwartung. In diesem Wort steckt interessanterweise das Wörtchen warten drin. Wir müssen etwas erwarten. Wir haben zu warten, bis das, was wir erwarten, eben hervorkommt und Realität wird. Nun gibt es verschiedene Arten, wie man warten kann. Man kann mit Erwartung warten oder man kann mit Klagen und Murren und Jammern auf etwas warten. Beispielsweise das Volk Israel in der Wüste, das hat geklagt und es hat das, was es erwartet hatte, negativ ausgesprochen, hat sich zurückgesehen in das, wo sie früher einmal gewesen sind und letztlich sind sie in das Eigentliche, was Gott für sie hatte, nicht hineingekommen. Aufgrund ihres falschen Wartens. Ich möchte dich einladen, in der richtigen Weise zu warten. Nämlich mit Erwartung zu warten. Positiv, gespannt zu warten. Denk beispielsweise mal an ein Kind in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit. Das wartet in der richtigen Weise. Da ist Spannung, da ist Unruhe, da ist diese Erwartung. Aber es weiß, da kommt etwas super Gutes, Geniales. Das Ganze lohnt sich. Es gibt etwas. Und diese Spannung, die da drin steckt, die ist eigentlich voller Vorfreude. Da ist diese Vorfreude drin, weil man weiß, da wird etwas Gutes kommen. Und genauso haben die Jünger im Obersaal gewartet. Sie wussten, da ist etwas verheißen von Gott. Genial, es wird kommen. Und wir warten und warten und es wird kommen. Und genauso sollst auch du warten. Du sollst warten, dass das, was Gott dir verheißen hat, Realität wird. Da kommt etwas Gutes. Warte mit Erwartung, warte mit Vorfreude, warte mit Dank und Lob und einfach in dieser Spannung, in der du stehst, voller Freude auf den Herrn blickend, voller Lob ihm gebend. Das ist richtiges Warten. Ein Bild wird uns beispielsweise dafür in der Bibel gegeben von einem Bauern. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Stärkt eure Herzen. Das heißt, richtet euren Blick auf das Richtige, richtet auf das, was kommt. Schaut nicht auf das, was momentan da ist, sondern erwartet das, was Gott euch verheißen hat. Ich lade dich ganz neu ein, deinen Blick auf den Herrn zu richten und mit Erwartung, mit Vorfreude, mit dieser Spannung zu warten. Er hat das, was er dir verheißen hat, für dich vorbereitet und du wirst es empfangen. Und die Gefahr ist eigentlich die, dass du es loslässt, dass du sagst, ach, das ist nichts für mich. Und im Grunde genommen, kurz vorm Ziel, das Ding hinwirfst. Das lass nicht bei dir gelten, sondern bleib dran, halte fest, erwarte, dass der Herr das, was er für dich hat, wirklich hervorbringt. Warte mit Erwartung, denn Gott hat mehr für dich.